Freunde, was geht ab? Heute ist unser letzter Tag auf den Mentawise. Wir haben eine Mischung aus Traurigkeit und Glückseligkeit, dass wir abhauen. Heute ist ein übelst schöner Tag. Ich glaube, der erste Tag, seit wir hier sind, wo keine Wolke am Himmel ist, was die Traurigkeit ein bisschen höher stimmen lässt. Aber ja, wir sind jetzt schon langsam dabei, Sachen zu packen. Und dann haben wir heute eine relativ lange, beziehungsweise die nächsten zwei Tage eine relativ lange Abreise für euch. Aber ich dachte, ich nehme euch nochmal mit, weil erstens haben wir euch nicht gezeigt, wie wir hergekommen sind. Und es ist schon ein Hustle und vielleicht auch für die interessant zu wissen, die hierher kommen wollen, wie es funktioniert. Und wir werden dann auch an einer anderen Insel halten und es sieht einfach alles nice hier aus. Und deswegen dachte ich, ich nehme euch auf jeden Fall mit ins Abenteuer. Okay, das erste, was wir machen müssen, ist unsere Surfboards demontieren. Dazu muss ich also die Finnen abmachen, weil so können wir logischerweise das nicht einpacken. Wer es nicht weiß, diese Finnen sind sehr scharf. Ich habe mir gestern oder vorgestern ein Loch damit in mein Bein reingeschnitten. Wer das Foto sehen will, jetzt gucken. Wer nicht, jetzt Augen zu. Na Spaß. Blendet sich ein, aber es war richtig tief und eklig. Hier ist jetzt so ein Verband dran. Und ja, das muss auf jeden Fall ab, aber es geht alles super easy. So, so ein Surfboard gehört natürlich auch ordentlich verpackt, deswegen kommt jetzt noch ordentlich Bubble Wrap rum. Und dann packen wir es in die Tasche. Wir haben eine, wo beide Boards reinpassen, also meins und Elle. Meins und Elles, was da vorne steht. Ich wollte da nochmal festhalten, der Vorteil darin, wenn man auf Bali wohnt. Die Tasche ist custom made, das Board ist custom made und die Finnen sind auch custom made. Ich glaube, in Deutschland könnten wir uns das eher nicht leisten. Aber hier ist es kein Problem oder auf Bali ist es kein Problem und deswegen sind wir ordentlich versorgt mit den besten Produkten. Und ja, ich hoffe, Elle packt das da ordentlich ein. Aber das sehe ich noch nicht. Das sehe ich noch nicht. Die fuscht da wieder rum. Da ist auf jeden Fall geschützt. Ich will mal eins bemerken. Ja, bitte. Als wir hier angekommen sind, wurden uns die Surfboards abgenommen. Und jetzt müssen wir sie selber tragen. Finde ich auch eine Frechheit. Und würdest du sagen, ein 9-Foot Longboard ist Travel für gutes Traveling geeignet? Ja, auf jeden Fall. Also ist super easy zu gehen. Ist einfach praktisch. Ist mega praktisch. Je größer, desto besser. Ja. Das ist einfach mehr Balance dann auch. Ja, ja. Ja, und man sieht auch viel cooler aus, wenn man es so hat. Die lachen auch schon, weil du trägst. Die so, oh mein Gott, guck dir den an. Da sieht man, wer der Boss ist. Bye-bye, guys. Thank you. Your food? 10 points. 10 out of 10. Very good food. Bye. So you are sad that we're leaving? Of course. No gas again. Bye. But now building, huh? Building now? Yeah. Da haben wir die letzten zwei Wochen verbracht fast. Bye-bye. See you tomorrow! Not tomorrow! See you tomorrow, bye bye. Next year! Bye. Bye. See you next year! Yeah. Oh, habt ihr noch was vor heute? Ja, wir fahren nach 4 Stunden Boot. Also die Fahrt war jetzt aber nicht 2 Stunden. Wir haben jetzt bestimmt nur, was hat sie mir gerade gesagt, 1 Stunde 15 gebraucht. Dementsprechend mehr Zeit haben wir jetzt am Hafen. Schön. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass wir seit 10 Tagen nichts von Corona gehört haben? Keine Maske. Nix. Gar nichts. Die gibt's nicht. Jetzt geht's wieder los. Wir haben auf jeden Fall keine Masken mehr, Dominik und ich. Hast du auch keine mehr? Ich habe meine jetzt hängen lassen. Wieso? Aus Versehen. Achso, ich dachte mit Absicht. Weil ich keine habe, dachtest du, okay, dann nehme ich meine auch. Nee, das ist doch eine Sorge. Wir haben die Insel noch nicht mal verlassen, quasi sind schon wieder zurück im Gönner-Lifestyle. Cappuccino, Keks am Start, ey.
direkt hier im Café, im hippesten Café der Stadt runtergekommen. Der Insel, sorry. Läuft bei uns. Okay Leute, die Fähre ist da, wie ihr seht. Jetzt geht's hier richtig ab. Wir haben keine Maske leider wieder verloren. Ich hoffe, das ist kein Problem. Sonst müssen wir das T-Shirt umlegen oder so. Aber es sieht aus, als könnten wir durch. Da gibt es keinen Ticket. Hallo, ich schlafe hier. Es geht los. Okay Leute, wir fahren. Jetzt brauchen wir ungefähr 4 Stunden. Auf der Hinfahrt war es auch geisteskrank bumpy. Ich glaube, bumpigste Fahrt ever, weil da halt so ein schlechtes Wetter war. Ich glaube, heute haben wir Glück. Also schlimm sollte es auf jeden Fall nicht werden. Und ja, eigentlich ist es ganz chillig hier. Also man hat so einen kleinen Fernseher hier. Da laufen immer die neuesten Klassiker. Heute aus Bollywood, aber letztes Mal auch aus Bollywood. Und ja, das Boot ist relativ schnell, relativ gut gekühlt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich, wenn wir dort sind. Und zwar in Padang. Und so verlassen wir unser kleines Paradies wieder, mit dem Wissen, dass wir uns einen weiteren Traum im Leben erfüllt haben. Und auch wenn nicht immer alles perfekt war und wir einige Regentage hatten, haben wir immer das Beste aus unserer Zeit gemacht und sind definitiv die besten Wellen unseres Lebens gesurft. She record. Hey, how are you? Welcome to Coco's Hostel. Thank you. Okay, Leute. Ach, nee, Leute darf ich nicht mehr sagen. Okay, Menschen. Ich sag zu oft Leute. Tim musste gerade noch schnell einen Rapid-Test machen, weil unsere Flüge verschoben wurden. Wir fliegen jetzt früher als gedacht. Und Tim muss natürlich wie immer nicht vorbereiten, deswegen mussten wir jetzt hier nicht warten. Und so. Das ist ja nee, überhaupt nicht vorbereitet. Nee, was ich eigentlich sagen wollte ist, dass ich jetzt mit dem Kollegen hier Essen holen fahre. Die anderen haben keinen Bock mitzukommen, beziehungsweise haben wir nur einen Roller, deswegen fahren wir 10, holen was zu essen. Ich zeige euch, wie der Laden aussieht. Wir holen Famous Rendang von Padang. Hier ist das beste Rendang der Welt. Und ja, dann kommen wir wieder hier und essen das. Ja, he knows what I mean. I say Rendang in Padang is the best. Best one in the world. In the world. Danke. Ich bin mega überrascht erstmal von der Stadt hier. Ist ja relativ modern, sag ich mal. Sieht eigentlich ganz nice aus mit dem ganzen Streetfood, wo wir gerade dran vorbeigefahren sind. Das vermisse ich auf jeden Fall auf Bali. Und ja, jetzt sind wir bei seinem Favorite Spot für Deng Deng und Rendang. Was im Prinzip so eine Art Beef Curry ist, sag ich mal. Gibt's auch auf Bali, aber in Padang ist natürlich das Beste. Und jetzt trinken wir hier. Er bestellt für uns und dann genießen wir. Elena. Ah, ja. This for Elena. Das ist einfach so geil, oder sein Stand. Wir holen uns hier noch jetzt nur Orangensaft, 2. Und ja, ich finde es einfach geil. Liebe diese Straßenstille. So nice. Okay Leute, wir sind zurück im Hostel und das Essen liegt vor mir. Es sieht für euch nicht so geil aus wahrscheinlich. Es sieht auch einfach nur aus wie so ein Brei. Aber ich werde es, oder Ende probiert gerade. Wie war's? Wie ist es? Ist schon sehr lecker. Also ich habe ja? Deng Deng. Ich glaube, das ist Rindfleisch. Ja, auf jeden Fall. Mit spicy und Reis.
und lecker, gut gewürzt. Und was ist das, weiß ich nicht. Orange Juice. Sehr, sehr süß. Ja, ein bisschen Zucker reingemacht. Bisschen ist gut. Ja, also Essen müsst ihr natürlich selber testen, ganz klar. Aber ich wollte noch mal sagen, wenn ihr herkommt, auf jeden Fall das Hostel kann ich sehr empfehlen. Der Typ ist so nett, egal was wir sagen, er fährt uns immer direkt hin oder, keine Ahnung, versucht es zu organisieren. Und da kann ich auch helfen, alles hier zu finden, wenn ihr mal in Padang seid. Und ich muss sagen, schon am Tag, als wir angekommen sind, fand ich Padang schon cool. Jetzt finde ich es noch cooler, um mal zu sehen, was hier abends so abgeht. Und ja, ist eigentlich eine geile Stadt. Gerade hier die Ecke auch um das Hostel rum sind übelst viele Cafés. Und dann ein Stück weiter die ganzen Streetfood-Stände und so, ist richtig nice. Also wenn ihr mal durch Sumatra reist, dann kann ich euch Padang ab jetzt auch empfehlen. Und für die, die sich wundern, wir fahren nämlich morgen zurück wieder nach Bali. Warum wir nicht Sumatra bereisen? Weil wir das schon gemacht haben. Also wir waren schon zweimal hier, oder ich war schon zweimal hier, Ella war schon einmal hier. Wir haben auch ganz viele Videos dazu über den ganzen Norden von Sumatra und so. Und deswegen war diesmal nur Padang und Mentawai dran. Und ja, ich genieße jetzt hier noch mein Essen, würde ich sagen. Und dann stehen wir morgen ganz, ganz früh auf. Wir müssen nämlich um 8 Uhr am Flughafen sein und dann geht's zurück nach Bali. Um 8 geht schon der Flieger. Um 8 geht schon der Flieger, meine ich ja. Wir müssen um 6 am Flughafen sein. Also würde ich sagen, guten Hunger. Man isst hier übrigens mit Händen in Padang, wenn man ein richtiger Padanger ist. Und ja, guten Hunger und bis zum nächsten Mal. Seit Corona esse ich auch gerne mit Löffeln. Bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Tschüss.